Mann, 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 Mann. Ist das herrlich, was muss das schön sein, so eine Kabinettsklausur. Die Große Koalition in Meseberg auf einem Schloss. Da will man doch ausnahmsweise auch mal Politiker sein, oder? Mir kommt das immer vor wie so eine Mischung aus Klassenfahrt und Kuschelparty. Mal lachen, flachsen, Witze reißen, alle sind gut gelaunt und schäkern miteinander. Hauptsache, ja, gute Laune, Entspannung pur. Man sieht mal gleich, wie unverkrampft alle sind, wenn Horst Seehofer nicht dabei ist. Was das ausmacht. 2 Tage Seehofer-frei abhängen in Brandenburg. Das ist das Konzept. Ja? Schön ein bisschen Wellnessurlaub im Funkloch. Und worüber wurde geredet im Funkloch? Ausgerechnet über digitale Infrastruktur. Fachleute wie unser Verkehrsminister sprechen das natürlich englisch aus. Digital Infrastruktur. Genau. Außerdem ging es um ein Integrationsgesetz. Das muss jetzt Dobrindt für uns nicht übersetzen. Ein Integrationsgesetz, das zwar mit Integration nicht so viel zu tun hat, auf das man sich aber längst schon geeinigt hatte. Und darauf kam es an. Ne? Keine Konflikte, einfach entspannen, die Seele baumeln lassen. Nun muss man sagen, Mutti hat sich aber auch schon ein bisschen Erholung verdient. Nach dem Stress der letzten Tage. Wieder Türkei, wieder Erdogan. Es war ihr 5. Besuch in 7 Monaten. Merkel und Erdogan gibt es ja gefühlt nur noch im Doppelpack. Die sind sozusagen Merni und Berdogan. Aber gerade ist ein bisschen Krise. Es scheint alles wieder zu wackeln. Dieser ganze Flüchtlingsdeal ist offenbar in Gefahr. Jetzt will Merkel die Visafreiheit noch nicht fest versprechen, solange die Türkei in Sachen Menschenrechte auf diesem etwas zweifelhaften Weg ist. Erdogan ist ja doch ziemlich unberechenbar. Es gibt sogar Leute, die sagen, er sei osmanisch-depressiv. Kann ich nicht beurteilen. Jedenfalls bewegt sich sein Land gerade doch ziemlich eindeutig in Richtung lupenreine Erdokratie. Erdogan lässt zum Beispiel die Immunität von Abgeordneten aufheben, wenn es ihm passt. Er tauscht den Ministerpräsidenten aus, wenn es ihm passt. Jetzt kam noch raus, die Türkei schickt offenbar nur die Flüchtlinge nach Europa weiter, die keine Ausbildung haben. Die Qualifizierten behält sie selber. Und das läuft dann folgendermaßen. Erst erklären die Flüchtlinge der Polizei, welche Bildung sie haben. Dann erklärt die Polizei dem türkischen Wirtschaftsminister, welche Bildung die Flüchtlinge haben. Und dann erklärt der Wirtschaftsminister Erdogan, was Bildung überhaupt ist. Merkels Fazit nach dem Türkei-Besuch: Es bleiben Fragen offen. Das kann man wohl sagen. Ja? Fragen wie zum Beispiel, warum? Was soll das? Sag mal, geht's noch? Und die Frage, wieso zum Teufel trägt Erdogan die alten Sackos von Alexander Dobrindt auf?